Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. In meinen folgenden Videos wollte ich euch mal nützliche Sachen vorstellen, die ihr prima auf Festivals benutzen könnt. Zum Beispiel das neunteilige Outdoor-Besteck, ein paar Festival-Einweg-Überschuhe. Hier hätten wir eine Gürteltasche und ein Erste-Hilfe-Set. Darf natürlich nicht fehlen, eine aufblasbare Gitarre und natürlich einen Bierdosenhalter in Gürtelform, um Heavy Metal Bier reinzutun. Dann hätten wir hier noch einen Regenponcho, versteckt in so einem kleinen Ball. Und damit euch die Sonne nicht so auf die Birne ballert, einen coolen Hut. Da wünsche ich mal viel Spaß mit dem folgenden Video jetzt. Heute stelle ich euch eins der wichtigsten Produkte der Welt vor, unverzichtbar bei Wanderungen oder Festivals, der Dosenbiergürtel. Dieser kostet 8,95 Euro auf Amazon und ist versandkostenfrei. Nichts eignet sich besser, als den Biergürtelhalter zu befüllen als Metalhead Heavy Metal Bier. Da kostet der halbe Liter 2,25 Euro plus Versandkosten. Die Links zu beiden Produkten poste ich dann wieder im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Und jetzt stelle ich euch die Sachen mal vor. Hier haben wir jetzt die Verpackung vom Biergürtelhalter und den schauen wir uns jetzt doch mal an. In der Verpackung waren diese sechs kleinen Halter. Diese werden ja nachher an dem Gürtel befestigt und dann kommt ja da rein das flüssige Gold, damit es sicher aufbewahrt ist. Des Weiteren lag noch ein Gürtel mit dabei. Das zeige ich jetzt mal kurz. Ihr habt den Gürtel angezogen, dann werden die einzelnen Halterungen einfach auf diesen drüber geschoben und sind dann am Gürtel befestigt. Ihr könntet jetzt sogar einen Handstand machen, denn wegen diesem kleinen Widerhaken hier fällt die Halterung auch nicht mehr runter. Und so schaut der Gürtel aus. Dieser hat hier vorne eine Schnalle aus Plastik, diese lässt sich leicht öffnen und auch wieder schließen. Wollt ihr den Umfang vom Gürtel verstellen? Das könnt ihr hier machen. Aber nicht wundern, ich ziehe jetzt mal hier so ein bisschen dran. Ja, lässt sich wieder automatisch verstellen, also hält derzeit nicht. Der Gürtel muss richtig eng um den Körper anliegen, damit er auf Spannung ist. Und dann verstellt sich da auch nichts mehr. Jetzt ermittelt man noch den Bauchumfang, den man maximal mit dem Gürtel tragen kann. Ich habe den jetzt mal hier auf ganz weit gestellt. Und wie eben schon gezeigt, wenn der auf Spannung ist, verstellt er sich auch nicht. Dann halte ich den jetzt mal hier an mein Metermaß an. Und hier steht jetzt 1,15 Meter. Wir müssen ja noch die Schnalle reinstecken, also würde ich mal behaupten, maximal 1,10 Meter. Wenn ihr euch eine Kordel holt, wickelt die um euren Bauch rum. Ist das weniger wie 1,10 Meter, dann passt auch der Gürtel. Den Gürtel lege ich jetzt mal an. Zack, den könnt ihr dann hier so ein bisschen verstellen. Ihr könntet quasi auch jetzt hier, damit es ein bisschen besser hält, mache ich jetzt auch mal, einfach hier so eine Art Knoten reinmachen. Zack, jetzt verstellt sich da gar nichts mehr. Und dann holt ihr einfach die Halterungen und macht die jetzt mal hier so dran. Am besten so im vorderen Bereich, kommt mal schneller ans Bier dran. Und das Ganze schaut dann nachher so aus. Jetzt müssen wir den Gürtel nur noch befüllen. Dazu habe ich sechs meiner kleinen Freunde eingeladen. Richtige Männer wissen, was sie trinken müssen, und zwar Heavy Metal Bier. Die Dose wird dann einfach in die Halterung so reingesteckt und hält dann prima. Wir nehmen noch was Billiges, was auch knallt. Hansa-Bier, dann tanzt das hier. Und die werden dann in die restlichen Halterungen einfach so reingesteckt, die Dosen. Jo. Und jetzt ist man bestens gerüstet mit 3 Litern flüssigem Gold. So schaut das von der Seite aus. Und wenn einem langweilig ist, kann man noch ein bisschen Musik machen. So, jetzt mache ich nochmal den Affen für euch, um mal zu schauen, ja, ob die Bierdosen auch in den Getränkehaltern drin bleiben. Und dann wollen wir mal.
Okay, in Rad geht schon mal nicht. Ihr könnt ja noch mal einen Handstand probieren. So, zweiter Versuch. Also wie gesagt, laufen ist gar kein Thema. Geht mir wunderbar. Jetzt probiere ich noch einen Handstand. Oh je. Ja, habt ihr gesehen? Eine Dose hat es geschafft und ist in der Halterung drin geblieben. Jetzt habe ich euch den Biergürtelhalter mal vorgestellt. Ich finde, das ist ein lustiges Produkt, was man prima bei Wanderungen oder zu Festivals mitnehmen kann. Ihr müsst nicht nur Bier reintun, ihr könnt auch noch andere Sachen in die Halterungen reinstecken. Wer Interesse daran hat, den Link dazu im Textfeld unter dem Video, klickt da drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Das war wieder der Testmischel von YouTube. Ihr könnt mich gerne abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres lustiges Video. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.